Moin, willkommen zurück zu GTA. Das wollte ich jetzt nicht unbedingt sagen. Aber zu einem neuen Information-Video. Da. Ja, sicherlich schon Hilfe. Im paar Monate in dem Video angekündigt haben, was jetzt auch schon wieder ein Monat alt ist, werden einige Sachen nicht weitergehen. Und ja, ich denke, darunter werden jetzt auch vielleicht nochmal ein Let's Play fahren, vielleicht auch noch zwei, welche ich jetzt ankündigen. Aber was ich hier schon mal sagen kann, ist, dass das Let's Play zu Lego Worlds nicht weitergehen wird. Das wird nicht weitergehen. Da das Game halt einfach nicht das ist, was man sich davon, was es sein wollte. Und ich dafür auch wahrscheinlich keine Zeit finden würde, das irgendwie aufzunehmen und das zu machen. Also ich glaube, es ist halt eher, ja, wie so Minecraft halt. Das ist auch so eine kleine Story, aber wirklich ein Ende wirst du da nicht finden. Deswegen so, nee. Lass ich das mal lieber. Bei GTA Online, ich glaube nicht, dass es da groß weitergehen wird. Nicht unbedingt. Ich denke jetzt auf die Sachen, wo ich mich jetzt wahrscheinlich hauptsächlich konzentrieren werde, sind wahrscheinlich so Battlefront 2, wenn es hochkommt. Super Animal Royale und ja, eventuell und auch Just Cause 3 als Let's Play. Und sonst, ja, wir haben noch einen Schatten des Krieges. Ja, da müssen wir auch noch gucken, wie ich das unterkriege. Das kriege ich aber auch noch irgendwie unter. Und sonst dieses FIFA Let's Play findet ja dann doch nicht statt. Da ist die Trainerkarriere, weiß ich nicht, finde ich nicht geil. Natürlich könnte ich Spielerkarriere machen, aber weiß ich nicht, ist nicht so mein Ding als Let's Play. Privat spielen ja, aber Let's Play. Was haben wir noch? Minecraft. Nee. Hatte ich vor, aber dann habe ich meinen zweiten Account gelöscht, den ich sowieso nicht mehr brauche. Aber einfach gelöscht ist er nicht, aber ich habe ihn einfach von einem PlayStation entfernt, weil er kann schon nicht löschen, weil Sony sich denkt, nö. Ja, dann habe ich entfernt und hier auf dem Account war Minecraft gekauft. Und jetzt sollte ich mir das nur mal für 20 Euro kaufen. Und ich denke mir so, nein. Dann lasse ich das mit dem Let's Play dann doch lieber sein. Da tue ich mir dann nicht an und kaufe mir das Spiel zum zweiten oder dritten Mal. Also das tue ich mir dann beim besten Willen nicht an. Da warte ich dann lieber, bis ich den PC habe und dann zocken wir da Minecraft. Dann gibt es ja auch Mods und so. Und das ist gut. Und ich denke, das waren alle Spiele. Ja, wir haben noch Dinge. Hier, das DLC von Last of Us 1, Left Behind. Ich habe keine Ahnung. Da habe ich keine Ahnung, wie es da weitergehen soll. Ich habe den 1 auch schon gar nicht mehr drauf. Also ich müsste irgendwie gucken, dass ich den wieder drauf kriege. Ansonsten sieht's eher schlecht aus. Division 2 wird auch nicht weitergehen, aber das war ja irgendwie schon lang klar, dass es nicht weitergehen wird. Zumindest meine ich auf PlayStation, auf PC eventuell. Ich habe ja dann, weil ich auf PC bin, noch andere Sachen geplant, die dann kommen werden. Also wird wahrscheinlich das, was ich hier angefangen habe, wahrscheinlich nicht weitergeführt werden. Zum Beispiel, ich denke so, GTA wird auf PC gar nicht mehr kommen. Das Spiel macht zwar Bock und so, wenn man sehen kann, dass ich gerade wieder spiele, aber ja, gut, viel machen kannst du ja nicht. Von meinem einen nicht. Ich denke, dann werde ich wahrscheinlich meinen Fokus eher so auf Red Dead Online setzen. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt noch irgendwas kommt, ne? Ansonsten, müssen wir gucken. Und dann sehe ich das. Das ist wahrscheinlich der einzige Grund, warum ich dieses Video mache. Mit den Info von Spielen, sondern
gut, abgesehen von diesem Video, wird es noch ein Video, wird es noch etwas geben, bevor ich dann wieder vom Berg zurückkomme. Es wird das einen 3-Jahres-Jubiläumsstream geben am 10.04. Das will ich nicht auslassen und diesmal gibt es. Na ja, gut. Also da reden wir ja wahrscheinlich über die 2 Jahre YouTube jetzt so. Ja, ich denke, das kann man machen so. Na, ja, das macht auf jeden Fall am meisten Sinn. Ich denke, was da gestreamt wird, ist wahrscheinlich auch schon klar. Nicht GTA. Also wahrscheinlich nicht. Ja, sehr wahrscheinlich nicht. Vielleicht. Mach gar nicht. Na, ich denke eher weniger. Ich denke eher weniger, dass das GTA gestreamt wird. Hatte ich zwar sonst immer so. Beim Einjahresrückblick. Ne, das war der Jahresrückblick. Das war nicht der Einjahresrückblick. Nee. Gut, ich hatte gar kein Einjahresjubiläum, oder? Ich glaube nicht. Nein. Das 2 Jahre war ja auch GTA, aber da war es ja nicht. Da hat man ja nicht wirklich das Geld, was im letzten Jahr passiert ist. Dieses Jahr will ich es eigentlich nicht mit GTA machen, sondern mit was anderem. Und wer will ich dann wirklich mit über die 2 vergangenen Jahre auf YouTube reden? Aber na, das war ja alles muss spielen. Und nicht hier. Perfekt. Ja, Schatz. Vielleicht. Kommt, sag ich noch ein bisschen GTA, aber ich denke nicht. Wenn was kommt, dann vielleicht eine Folge nur. Und nicht allzu viel. Hi. Gut, ich bin voll. Ja, okay. Gut, tschüss. Das ich auch generell so bei GTA finde, also wenn ich jetzt wieder wenn wir gerade schon von GTA-Folgen reden, weiß ich nicht. GTA war damals dieses Spiel, was du mit 10 Freunden gespielt hast, richtig scheiße gemacht hast. Und auch ab und zu mal dieses kleine Roleplay so, ganz normal in der freien Welt. Und jetzt ist es halt so, ja, es gibt ganze Server mit Mods für Roleplay. Ich denke mir so, also so hier so mal tun, so echt so normal fahren, ja, cool. Ist eine Challenge, aber doch kein Roleplay-Server, weiß ich nicht. Ich finde irgendwie, das hat so GTA kaputt gemacht, deswegen. Weiß ich nicht. Das ist vielleicht mal ganz cool, aber nee, wirklich nicht. Ich weiß nicht. Das zeigt halt einfach wieder so, ja, die Leute, die GTA spielen, die versuchen auch nur mit Roleplay das den letzten Saft aus GTA rauszupressen. Und das. Ach, weiß ich nicht. Das letzte Ding, was cool war, das Caio Kercio-Ding, aber dann das mit dem der Contract mit Franklin und Dre. Nein, wirklich muss nicht sein. Nicht so, dass Franklin wieder da ist, ja, okay, cool, aber Bruder, warum? Hat auch so viel aus GTA rauszupressen. Erstmal ein bisschen mit Red Dead. Red Dead hat so viel geileres Potenzial, sieht so viel besser aus. Aber läuft halt auch besser schon einfach nicht. Läuft halt einfach nicht flüssig. Ansonsten würde ich das schon spielen. Aber, ja, läuft halt einfach nicht flüssig, der Dreck. Was hält dieses Auto eigentlich aus, Alter? Die Panzerung ist auf 100% bei dem Ding. Hm. Okay, jetzt einige. Ich habe gar keinen Timer gestellt. Ich weiß gar nicht, wie lange geht es euch schon voll labert. Naja, ich glaube, das war alles, was ich zu sagen habe, denke ich einfach mal. Oder? Ja, doch. Ich glaube, das war alles. Ich glaube, mehr habe ich sonst auch nicht zu sagen. So. Oder? Nee, ich glaube nicht. Das Einzige, was GTA wird uns zugefügt hat, ist das hier. Ich will nur anmerken. Ein cooles neues Gewehr, was mir sehr gefällt. Aber an sich, ja, nichts Cooles so. Deswegen würde ich einfach mal sagen, haut rein, tschüss, wir sehen uns beim Stream.